Wir brauchen einen Plan. Es ist heute leider so, dass unser Land keinen ganzheitlichen Plan für die Energieversorgung bis 2030 hat. Ich nenne es immer das energiepolitische Dreieck für die Energie. Das ist die Verlässlichkeit, ist die Nachhaltigkeit. Der Preis und ist die Nachhaltigkeit. Ja. In diesem Dreieck, Verlässlichkeit, also Versorgungssicherheit, Kosten und Nachhaltigkeit, das ist das Energiedreieck, da kommen Sie nicht raus. Und was uns fehlt, ist eine klare Positionierung, was wollen wir denn? Genau, was priorisieren wir? In diesem Dreieck wollen wir eigentlich sein. Und dann gibt es dazu auch die Preisberechnung und damit die Kostenberechnung. Das gehört zur Ehrlichkeit dazu. Manche freuen sich mit diesem Dreieck an und zeigen die Konsequenzen auf. Andere versuchen, zwei Ecken von dem Dreieck einigermaßen zu vernachlässigen und sagen, wir brauchen halt nur Verlässlichkeit, wir brauchen halt nur billig oder wir brauchen nur nachhaltig. Da wird es dann ganz kompliziert. Das ist die eigentliche Tragik, dass wir nämlich bei diesem Weg noch nicht mal nachhaltig sind. Das finde ich besonders tragisch.